Guck mal, das ist ein blödes Arschloch, wie er da schon steht. Guckt euch das an! Guckt euch diesen Pisser an! Hey Kinders, was geht bei euch ab? Ich bin der Dummbabbler und ihr seid der Haufen. Also ein guter Haufen, positiv gesehen. Wir können uns aber nicht im Ernst nach außen hin Haufen nennen, oder? Wir müssen, also... Haufen ist so intern, das ist so Geheimsprache, ne? Da kann man beide Augen zu... schlagen. Naja, willkommen zum heutigen Overwatch-Video. Was schätzt ihr so vom Anfangsbild her, was er wohl möglicherweise für einen Cheat benutzt? Ich zeig euch mal kurz ein paar Sekunden. Tja, ich würde sagen, im Moment erstmal keinen, außer sein Mate hat den gleichen. Tja, ich würde sagen, im Moment schießt er nur mit seinem Mate an die Wand, oder? Habe ich euch getrackt, ja? Ah! Ja, wir hoffen mal auf ein gutes Match. Ja, es ist eine Naked- bzw. M249-Runde vom Feinsten. Oh! Sie sind alle echt hart unterwegs mit ihren M249s und Naked- und was weiß ich allem drum und dran. Es sieht einfach nach einem spaßigen Match aus. Es wirkt fast wie abgesprochen, oder? Weil alle die Waffe haben. Sowas hatte ich ja noch nie, dass die Leute sowas machen. Okay, sie kommen jetzt alle auf A-Lang. Ich mache einfach mal langsam, obwohl es wirklich schwierig ist, gerade wegen dem Bullet Spread am Anfang da irgendwas herauszusehen. Der ging einfach in die Fresse. Hat er gefressen. Die gehen alle auf B. Die Kollegen sind aber auf A. Das ist schon mal schlecht. Man kann hier noch nicht mal irgendwas von Griefing sagen, weil das ganze Team mitmacht. Das ganze Team ist am Dödeln. Mal schauen, ob er irgendwie Mates noch anschießt oder so. Aber im Moment kann ich nichts. Ja, kann ich nichts sagen. Wie kann man denn bei sowas... Wo kommt da der Report her? Sie gehen wieder B. Die Cities gehen A. Könnte eine lange Runde werden. Übrigens, der Stream gestern war der Hammer. Über YouTube. Ultra nice. Freut mich, dass es geht. Ich hoffe, ich krieg's heute direkt hin mit dem Bot, dass ich irgendwas einrichten kann, dass er... morgen bereits einen YouTube-Bot haben. Falls nicht, müssen wir das irgendwie anders deichseln. Aber es hat mich schon sehr gefreut, dass so viele einfach dann direkt am Start waren und das direkt genießen konnten, diesen YouTube-Livestream. Und vor allem, dass dieser YouTube-Livestream auch direkt auf YouTube verfügbar ist als Video. Das ist sehr geil. Ich denke, das freut instant einige Leute, die bei den Livestreams eben nicht dabei sein können, da sie sich... Hört ihr den nicht da laufen? Also jetzt muss er doch Flash, also jetzt würde ich auch in die Smoke mal gucken. Ich würde sagen, nicht Wallhack, ist auf jeden Fall confirmed. Spätestens bei der Flash hätte jeder normale Spieler gesagt, oh, ich glaube, dass da jemand in der Smoke drin steht. Er laggt ein bisschen, eben hat er kurz geleckt. Die Leute haben ihn reported, weil er laggt. Bin am Ende eines Uploads mal in den Match rein, oder unten kam, da unten kommt einer. Guck mal, er ist schon wieder weggeleckt. Er hat schon wieder so stark geleckt, dass der Gegner ihn nicht anschießen konnte. Ich bin mal gegen Ende eines Uploads in den Matchmengen reingegangen und habe die ersten drei Runden praktisch noch einen 300er Ping gehabt. Und da haben mich meine Teammates schon ordentlich geflamed. Es war auch blöd getimed, auf jeden Fall, ja. Vielleicht wird man deswegen auch reported, kann ich mir schon gut vorstellen. Also gerade von den Gegnern, weil du aus dem Fadenkreuz rausleckst oder so. Er leckt tatsächlich, er leckt ein bisschen. Vorher hat er nicht geleckt. Temporäre Lecks können immer mal wieder passieren, wer weiß. Die Leitung ist auf einmal halt irgendwie gefickt, aus Gründen, die man nicht kennt, und schon ist man genudelt. Aber ich kann hier sonst kein verwerfliches Verhalten erkennen. Das ist wirklich eine schwere Demo. Das ist, oh, guck mal da unten. Wow. Da ist schon zu Ende, was? Ich habe mir jetzt 6 Minuten diesen Scheiß angeguckt. Gottes Willen. Okay, wisst ihr was, wir machen, wir müssen noch eins machen, sonst ist das Video zu kurz. Das geht nicht. Das geht nicht. Er hat nichts gehabt, da war gar nichts. So, dann mal direkt das nächste Spiel. Schaut mal, was mir gerade auffällt, zufällig gesehen hier. Hier oben ist ja noch voll der Kram, eine Lüftung oder sowas und... Verkabelung. Mir nie aufgefallen. Man guckt sich die Map ja nie richtig an. Also ich zumindest. Naja, egal. Weiter geht's. Ich hoffe, wir haben hier etwas... Oh, okay. Er ist kurz stehen geblieben, als wenn er davon schockiert gewesen wäre, dass er ihn getroffen hat. Aha, okay. Oh mein Gott. Gut, also wir haben ja einen Wallhacker am Start zu 1 Milliarde %. Vielleicht sogar noch einen Trigger. Er könnte noch rübergeflickt haben, aber vielleicht auch nicht, weil er dumm ist. Ne? Das muss halt immer bedenken, dass Cheater ja meistens ziemlich behindert, also im Kopf so eine starke Behinderung haben, dass sie komplett eingeschränkt sind in jeglichem Denken. Guck mal, der Mage schießt ihn an, er dreht sich um. Was willst du von mir? Wahrscheinlich will er ihn abknallen, weil er gemerkt hat, dass er ein Wallhacker ist. Guck mal, Achtung. Oh mein Gott, meine Stimme entgleist mir nach wie vor. Gibt's das? Meine Erkältung liegt eine Woche zurück. Jetzt so ziemlich genau eine Woche, beziehungsweise die Genesung meiner Erkältung liegt jetzt genau eine Woche zurück. Wow. Naja, meine Erkältung liegt schon so lange zurück und ich bin immer noch so ein bisschen am... Ach, übrigens. Ich habe mir gerade die... Das ist so bescheuert, Mann. Ich habe mir gerade dieses Video angeschaut und angehört, das von Bibi Blocksberg, ihr wisst schon. Hier. Wow, was ist jetzt los? Ah, es steht einfach nur. Die Beauty Palace Frau. Also, es hat echt schon viele Dislikes, muss man ihr wirklich lassen, auf jeden Fall. Das Video ist schön gemacht, so wie es gemacht ist. Also man merkt, da waren tatsächlich Profis am Werk, ne, um einfach mal das Positive hervorzuheben. Die Effekte und sowas waren schön eingebaut, es war schön gefilmt natürlich, die Qualität hat wirklich gepasst. Das Lied hat sie scheinbar geklaut, also den Beat oder die Instrumental hat sie, ne, gibt's schon. Das kannte ich jetzt nicht, es hat mir nichts gesagt, dieses Lied. Also ich habe es mir angehört und es hätte jedes andere Lied auch sein können. Ach guck mal, jetzt macht er einmal einen auf Hans Wurst, ne? Guck
guck mal, wo ist denn sein Trigger jetzt auf einmal hin? Das ist immer so ein ekliger Moment, weil man in dem Moment dann überlegt, habe ich vielleicht die ganze Zeit falsch gelegen? Nein. Haha. Ich sag mal, so eine Mini-Schniedel-Geschichte ist es. Naja, ich habe mir es angeschaut und das Lied ist scheinbar auch genutzt, was schon mal richtig kacke ist, wenn man wirklich einfach ein Lied aufs Neue nutzt. Da kenne ich mich aber zu wenig aus, um das zu beurteilen, weil ich das genutzte Lied nicht kenne und daher nicht sagen kann, wie stark, ob sie das jetzt einfach zu 100% genommen hat und nur langsamer oder schneller gemacht hat, wie auch immer. Der Text hat sie wohl selbst geschrieben. Der ist jetzt nicht so stark. Haus-Maus-Reime, die jetzt nicht so ultra tight waren. Aber sowas würde ich auch nicht zwingend von jemandem verlangen, der jetzt halt Bibi ist. Ne? Wisst ihr, wie ich meine? Er versucht's zu verstecken. Was macht er denn die ganze Zeit, Mann? Oder wartet kurz. Warlock hat auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber ist er vielleicht ein guter Aimer? Ich meine das gerade zu 20% ernst. Warlock, wie gesagt, zu 100%. Und dieser Headshot war halt aufgrund des Warlocks bedingt. Die Rhymes waren auf keinen Fall die stärksten. Und dieses ganze Setting soll sicherlich einen künstlerischen Aspekt haben, dass man sagt, so melancholisch irgendwie oder die Traurigkeit unter der Maske des Zuckers versteckt. Oder nicht versteckt, sondern es ist ja offen dargelegt, aber vielleicht zumindest verschleiert. Aber vielleicht denke ich mich da auch in Tiefen rein, die gar nicht vorliegen. Links, du hast ihn gesehen. Hopp, jetzt gib ihm den Headshot des Todes. Aimt schon mal auf den Kopf, was für ein Bastard. Man muss ja echt aufpassen, weil man hat da einfach einen Overwatch-Rank. Am Schluss geht er so ein Stück nach oben. Das wäre doch kein Headshot gewesen, oder? Das wäre ein Körpertreffer geworden. Wow. Hat da der Trigger nicht funktioniert, oder was? Ach, scheiß drauf. Ich will meinen Rank halt nicht verkacken, wisst ihr? Meinen Overwatch-Rank. Ich bin da ziemlich gut gestellt, weil die Predicts, die wir machen, meistens zu 100% zutreffen und nichts zu viel, nicht zu wenig predicted wurde. Wir sagen das, was eben da ist. Und mit dem Aimer bin ich mir gerade echt nicht sicher, ob er nicht vielleicht einfach ein extrem guter Scout-Spieler ist und den Wallhack so weit ausnutzt, dass er eben genau diese Headshots hinbekommt. Weil die normalen Shots, die er macht, die sind total Banane irgendwie. Guck mal. Alles klar, was war denn das? So, Aimbot. Komm nochmal so ein, bitte. Come on the duck. Wie er vorne zurückgeht. Ich weiß nicht. Da ist der Cheater. Ich trau mich nicht. Cat schreit noch. Geht da nicht rein? Aber die Bombe ist bei ihm. Ich weiß nicht, ob das Lied wirklich so viele Dislikes verdient hat. Aufgrund dessen, dass es eben... Also viele berufen sich darauf, dass eben der Beat geklaut ist. Ich habe euch doch schon oft das Jack Sparrow gezeigt. Das Lied von Left Boy. Hört mal rein. Jack Sparrow, Left Boy. Der Beat ist geklaut und erweitert. Also im Hintergrund ist von Disney Flut der Karibik. Darauf baut es auf. Und dann hat er noch so ein paar krasse Bass-Dinge rein. Gekloppt, das war's. Ich gebe ihm noch einen Aimbot-Scheiß drauf. Da hat auch niemand gesagt, oh, das ist aber ganz schön behindert, sondern krass umgesetzt, mein Freund. Gut, sie hat es vielleicht nicht optimal umgesetzt, das stimmt. Es ist wirklich, ich will doch nicht sagen, dass es nicht gut ist oder sowas, um Gottes Willen. Aber hat es so viele Dislikes verdient? Es gibt natürlich sehr viele Hater, ganz klar. Die an sich, oh, da ging es in die Wand. Er läuft nach links und lässt dann praktisch den Schuss drallen. Also nicht wirklich, aber so ein bisschen. Aber er kann ja nicht jedes Mal den Leuten in den Kopf drallen. Guck, das meine ich. Er schießt hier sieht man den Rauch. Und der Schuss fliegt dann hier rüber. So wie gestern im Livestream mein Panic-Shot, wo ich so nach rechts gelaufen bin und den rechts dann weggepustet habe mit dem Headshot. Das war halt einfach Luck. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit Luck hat. Das kann er mir nicht erzählen. Hopp, mach die Daisy jetzt um. Er wird eh gebannt. Ich kreuz Wallhack an, das wird jeder erkennen und er ist dann gebannt. Ob es jetzt ein Aimer ist oder nicht, ist wurscht. Dafür wird er nicht länger oder weniger lang gebannt. Oh mein Gott! Ja, auf die Gefahr, dass jetzt alle sagen, hey, das ist ein Global-Spiel, was du dir gerade anguckst, deswegen ist der so krass. Also es hebelt praktisch seinen Skill so oder so aus, weil er ja eh cheatet. Also ist alles andere nichtig. Guck mal, das ist ein blödes Arschloch, wie er da schon steht. Guckt euch das an! Guckt euch diesen Pisser an! Oh Gott! Ja, die Hater von Bibi kommen ja auf ihre normalen Videos eher nicht so drauf, aber gerade wenn dann halt sowas die Runde macht, das Ding hat jetzt schon 21 Millionen Aufrufe, dann gehen halt alle drauf. Es ist natürlich auch ein Marketing-Trick. Wenn du was machst, wofür du garantiert gehasst wirst, wird es so viel geschaut, also sie verdient damit ja einen Haufen Geld. Gerade aufgrund der Scheißigkeit oder, Entschuldigung, der Scheißerhaftigkeit dessen, was die Community daraus macht, das bringt natürlich Cash ohne Ende. Also ob du positive Publicity aufbaust oder negative Publicity, ist in der Geldsache egal. Es bringt alles Geld. Es weiß sich jeder. Beziehungsweise jeder, der es nicht weiß und dahinter auch nicht so ein bisschen abgekatertes Spiel sieht, der ist natürlich blind für solche Dinge. Man sehe sich ein Tanzverbot an oder wie auch immer. Da steckt Kalkulation dahinter, was man wie machen muss, um wie rüberzukommen und um zu wachsen. Ja, also kurzum, mir gefällt das Lied auch nicht. Ich würde es jetzt nicht irgendwie anhören oder sowas. Ich finde es nicht gut. Vor allem finde ich sie ganz schön stämmig. Ich kenne sie nur vom Hörensagen und sie läuft dann da rum mit ihren Beinen und mit ihrem riesen Hintern und sowas. Also sie ist schon echt eine stämmige Dame. Das habe ich einfach nicht erwartet. Das ist jetzt nicht schlecht. Ich will es jetzt nicht als schlecht darstellen. Aber ich dachte immer, Bibi's Beauty Palace, die wäre so nicht abgemagert. Nee, aber schon irgendwie weniger, oder? Habt ihr das nicht auch?
immer gedacht, wenn ihr von ihr gehört habt. Bis jetzt habe ich eigentlich Schmink-Channels gemieden. Tsching, tsching. Aber wenn ich dann doch drauf gekommen bin, waren es meistens eher gut beleibte kleine Damen. Schminken sich korpulente Frauen lieber oder mehr als... Ha, ich habe das jetzt ein gefährliches Pflaster, auf das ich mich gerade begebe. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für den geilen Livestream gestern. Morgen ist der nächste. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag wird live gestreamt. Auch auf YouTube. Tsching. Gleichzeitig auch noch auf Twitch. Man sieht sich. Macht's gut. Ciao. Ich hab ganz viele Graffitis, denn ich bin Graffoberdack. Sie sind geheimnisvoll. Das ist doch eine Frage-Trophäe. Graffiti. Kawaii-Killer. Das ist so schief. Was heißt denn mal Kawaii?